Ach, du bist ja schon live, krass. Ich hol mal kurz einen Kaffee. Ja, achso, ich hab gerade Einladung raus. Achso, ja, achso, warte, mach ich. Intern, ich kann halt nur nicht antworten. Ach, top. So. Genau, du kannst ruhig weiterreden, ich kann nur gerade nicht antworten für. Ja, 20 genau, Sekunden. Genau, weiß ich. Ach, wir sind beide Franken, okay. Da ist ja so ein historisches Ding, ne? Okay. Bin ich mal gespannt, du hast das ja auch noch nicht angespielt. Oder? War ein Spaß. Nicht schlecht. antwortet doch. Du blöde Sau, Alter. Und man kann auch Team nicht auswählen, ja. Hä, aber wie das jetzt aussieht, sind wir ja gegeneinander mit den Spiegelstrichen, aber nee. Ich dachte auch erst, mal sehen, ob wir die gleiche, ob wir die gleiche Farbe spielen oder ob wir jetzt tatsächlich zwei verschiedene Spieler sind, in dem Sinne, die gemeinsam. Ja. Aber ich glaube, wir sind wirklich zwei Spieler. Ja, du, und ich mach mal KI-Schwierigkeit. Schwer. Ganz ehrlich. Doch. Warum denn nicht? Natürlich. Alter, das wird ein Drama. Ich weiß es jetzt ja, schon. Ja, soll es auch werden. Soll es auch ruhig. Szenario aussehen, habe ich einfach mal das erste genommen. Koop-Kampagnen sind brandneu in Age of Empires 2 Definitive Edition. Schon bald gibt es noch viel mehr Koop-Kampagnen-Inhalte. Wow. Während der Beta-Phase dieser Funktion können Sie diese historischen Koop-Schlachten schon jetzt mit Ihren Freunden genießen. Okay. Ja, also... dann gibt's ja nicht zu viel zu überlegen, dann können wir ja loslegen. Ja, also ich bin auch ready. Man könnte noch Cheats zulassen, krass. Aber ich find's cool, das ist interessant, das Wissen. Ja, ich glaube, Cheats sind nicht nötig, aber finde ich auch spannend, dass sie das erlauben. Aber es wird jetzt bestimmt, also wir haben ja null Plan von der Kampagne, das wird auf jeden Fall ein... Ja, wir müssen eigentlich auch zuhören, was er uns erzählt, der gute Mann. Ja, genau, ich hab das ja schon ein paar Mal mittlerweile gespielt. Ah ja, gespielt. Du hast ja sogar Kampagnenerfahrung. Genau, und das war das tatsächlich ja gar nicht ganz so einfach teilweise. Also William Wallace ist wirklich ein Klacks und das, ja, was wir jetzt haben, also die letzten, die ich gespielt hatte, waren relativ schwierig. Ich mach einfach mal Felderbau aktivieren. Okay, ich bin blau, du bist rot. Wo bist du denn? Hier. Okay, ich bin hier unten. Alles klar. Oh, okay. Ich guck mal ganz kurz. Interessiert mich mal, ob wir ein Team sind. Aber halt, denke ich mal, auf jeden Fall. Doch, wir sind ein Team. Wir haben gleiche Punkte. Ja, genau. Sehe ich hier auch gerade. Wir sind auf jeden Fall ein Team. Fränkische Dörfer gibt's auch noch. Das ist Gaia. Gegen Berber und Mauren. Was immer mir das sagen soll. Ach, wir haben Schafe. Ja, ich sehe es auch gerade. Ich muss erstmal ein bisschen klarkommen. Oh, ich habe Felder gemacht, wie ein Idiot. Ja, Felder habe ich nämlich schon. Das hatte mich halt auch verwirrt gerade. Oh, aber okay. Ich nehme mal doch die Felder. Die Schafe. Frage ist, was ist jetzt die Aufgabe? Beuten Sie den maurischen Tross? Und, also ich habe ganz viele Krieger. Wie ist es bei dir? Du wahrscheinlich nicht. Ich nicht. Ich muss die drei Dorfzentren hier beschützen. Erbeuten Sie maurischen Tross und bringen Sie ihn zur Kathedrale. Boah, krass. Ich habe hier eine fette Kathedrale. Ja, ich bin noch nicht so ganz... Dagegen wirkt das Dorfzentrum klein. Na, einfach irgendwas machen. Dann ja, ich... Ich wollte es gerade sagen, es wird schon irgendwie passen, aber es ist halt irgendwie wieder so typisch Kampagne, die schreiben da irgendwas hin und du weißt halt nie so richtig, was du damit machen sollst. Ja, ich werde geraided von so Rittern, aber das ist alles easy. Ach, hast du draußen Abwehr? Sind auch Schafe, okay, das bringt jetzt mal wahrscheinlich nichts. Du hast ja nicht dieselbe Situation wie ich, aber ich habe hier noch draußen irgendwo Schafe stehen, die kann ich mir auch einfach holen. Ja, ich auch, genau, habe ich auch. Die mach ich auf jeden Fall, ey. Lieber zu viel als zu wenig. Du hast keine Krieger, aber Abwehrmaßnahmen oder wie ist das? Ja, ich habe so eine Mauer. Ich habe so eine Stadt, die muss ich beschützen. Und genau. Ich denke mal, das läuft. Oh. Oh, hier sind Gegner. Alles klar. Aber dadurch, dass ich Felder gebaut habe, bin ich im Holznachteil. Ja, hier ist auch kein vorgefertigtes Lager. Scheiße. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ach doch, da. Da ist doch eins. Ja, wir haben natürlich extrem verschiedene Aufgaben. Ja, ich habe gerade einen kleinen Fehler. Drin und die müssen am Leben bleiben wahrscheinlich. Und wir sind aber beide in der Feudalzeit. Okay. Erstmal hoch, würde ich sagen. Erstmal Ritter. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen am Scouten. Ich habe aber gerade ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe gerade Gegner angelockt und dadurch ein paar Einheiten verloren. Sehr schön.
Das macht man ja immer gerne. Kommst du auch noch nicht weg mit den Axtwerfern, ne? Das ist immer das Ding. Ja. Alter, ich bin hier am Scouten auch ein bisschen. Also hier sind Gegner, das kann ich dir sagen. Da ist ein Turm und da waren eben ein paar Ritter. Mhm. Also das ist nicht so ganz ungefährlich, falls du irgendwelche Pläne hast. Und von mir, von hier kamen gerade auch Feinde irgendwie von der Seite. Ich muss mal schauen. Ich wollte halt bei dir mal gucken aus Spaß, das war so mein Plan. Ach so. Aber ja, da sieht du man natürlich. Du hast keinen Marktplatz, ne? Doch. Ich hab einen Marktplatz, ja. Ich auch, aber ich sehe deine Sicht nicht. Okay, in Kampagnen ist ziemlich viel anders. Genau. Ach ja, stimmt. Du malst immer die gleiche Sicht, hast recht. Ich mache mir mal ein paar Speerkämpfer. Das ist, glaube ich, gut. Holy moly, der klaut meine Schafe. Oh nein, der klaut meine Schafe, ey. Ach so, ich mache hier mal die Tore zu. Das ist auch schlau, glaube ich. Wow, du hast ihn da sogar parat. Gottes Willen, ey, du bist ja heftig. Oh, fuck, das ist jetzt hier alles Müll. Warte, ihr könnt mal ein bisschen Holz sammeln. Schade. Aber wir machen einfach weiter. Jetzt im Nachhinein ist man natürlich schlauer. Ne? Weil man weiß, wie was abgeht, aber... Schade. Jetzt habe ich viel unnötig verloren. Was hast du gemacht? Schafe verloren, oder was? Ich habe die Schafe nicht reingeholt, sondern die da angebrochen. Und auf einmal kamen die ganzen Ritter auf die Schafe zu. Haben die Schafe geklaut. Oh, ich muss quick holen. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ah, gut, alles gut. Oh Gott. Ja, naja, ich bin hier auch gerade immer irgendwann. Man kommt bei Kampagnen immer so in so komische Kämpfe rein. Das ist immer so ganz seltsam. Ja, aber bei Kampagnen ist das Geile. Wenn wir jetzt nochmal neu starten würden, dann würden wir richtig. Oh abgehen, Gott! Weil wir wissen, ja, was zu tun ist. Ja, das stimmt. Aber das machen wir deshalb extra nicht, würde ich sagen. Scheiß die Wand an, er hat hier Mameluken gerade. Ja, hat er auch bei mir. Alter, das ist richtig eklig. Der Uni können wir ja noch nicht. Das wäre nämlich cool für mich. Ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich hochgehen. Kommt ihnen entgegen, meinen lieben Freunden. Oh, ich verliere hier richtig Einheiten gerade, das ist richtig dumm. Scheiße. Ich muss halt mal den einen oder anderen Schützen zurückbringen. Nee, es bringt auch nichts. Warte, habe ich die Schmiede fertig? Oh, ich habe die Upgrades noch gar nicht. Das mache ich jetzt mal erstmal. Ich kann die auch nirgendwo einquartieren, meine Einheiten. Das gefällt mir halt auch noch nicht so richtig. Habe ich irgendwo Gold? Da ist Gold. Okay, aber Steine habe ich nicht. Oder sind hier irgendwo auch Steine? Hier sind Schafe. Oh, Schafe habe ich sehr viele. Läuft. Aber ich sehe noch nicht so richtig, wie ich die Gegner besiegen soll. Das ist echt leicht unangenehm. Oh, der Hero. Ich habe einen Hero-Axtwerfer. Der hat 6 Reichweite. Warte, ich sehe dich plötzlich. Hä? Bei mir sind sie durch hier. Mal gucken, ob ich das verhindern kann. Ach du Scheiße. Ich muss das Dorfzentrum beschützen. Ja, ich komm zu dir, aber meine Einheiten sind so blöd gerade. Warte. Ja. Jetzt. Haben sich richtig dumm verhangen. Ach geil, das wäre geil, wenn du da einmal das Schiff machen könntest. Ja, ich muss halt hier an diesem scheiß Punkt vorbei, wo ich wahrscheinlich gleich auf Gegner treffe und die zu dir rüberziehe aus Versehen. Ich hab anscheinend schon. Ein Dorfzentrum wird gleich abkacken. Fuck the shit. Ja, ich lass mir zu viel Zeit. Das ist halt echt ein Problem. Alter, das sind viel zu viele Pferde. Ich habe gerade mal 4 Speerkämpfer in der Kaserne. Die Muslime haben eines unserer Ortszentren zerstört. Jetzt wird der Rest der Stadt anheimfallen. Ja, das ist das eben erwähnte. Ja, das heißt, wir haben jetzt verloren, ne? Nee, die müssen alle 3 zerstören. Da sind noch 2. Ah, nee, 1 reicht. Ja, beschützen Sie die 3, stand da ja gerade. Ja, das war doch gut. Ja, okay, aber wir können ja nochmal gucken, was. Wie macht man das? Gigi, du bist so die Erde. An der Stelle. Wie macht man denn das am schlauesten? Also ich habe sehr viel Potenzial, was ich besser machen könnte. Auf jeden Fall, ich ja auch, klar.
Ich würde sagen, erstmal Schwierigkeit so lassen. Erstmal. Ich muss auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich muss auf jeden Fall bei dir irgendwie aushelfen. Mit meinen Rittern hätte ich da richtig gut was anstellen können, glaube ich. Ach so, okay. Ja, dann guck dir mal bitte genau den Weg an, dann kannst du ja mal sehen, wie du da hinkommst. Und du könntest ja theoretisch... Ach, von da an startest du. Ach, da muss so, Alter, geil, eine Brücke, sehe ich zum ersten Mal. Du könntest theoretisch ja auch Speerkämpfer machen, weil du wirst ja auch nur von Pferden angegriffen, ne? Genau, das wollte ich auch machen. Speerkämpfer wären jetzt richtig geil gewesen bei dir. Mhm. Und eine Burg ist bei allen Kampagnen auf jeden Fall immer das Beste vom Besten. Da kriegst du die richtig leicht drauf. Ach, hätte ich sogar bauen können, krass. Burg ist richtig OP. Ich weiß auch genau, wo sie hin muss. Ich weiß auch, wo Steine habe jetzt, sehe ich gerade jetzt erst. Ich habe hier unten auch Steine. Dann mache ich auch Steine. Dann kann ich meine eigene Base auch besser sichern. Ja, ich lade dich mal intern ein. Kann man nicht einfach restarten? Nee, kann man nicht. Ach krass, schade. Oha, da bin ich ja mal gespannt. Die war echt nicht so einfach. So, interne Einladung ging gerade ein. Sauberstein. Na? Und bin auch schon bereit, weil ich so ein schneller Hecht bin. Halt! KI-Schwierigkeit war auf Standard gesetzt. Ey, ich konnte noch abbrechen, aber es geht trotzdem los. Oh, ist jetzt auf Standard. Ja. Gerade abgelenkt ist. Von dir ist man abgelenkt, ja. Ja, sicher, sicher. Nee, aber jetzt wissen wir auch, was abgeht. Zülle ich meine Schäfchen ins Trockene und dann passt das. Okay, genau. Schäfchen ins Trockene. Direkt genau. Was produzieren. Aber Wirtschaftsupgrades kann man auch machen. Ist auch schlau. Ich glaube, ich mache alle Schafe hier so ein bisschen rein ins Dorfzentrum. Ich glaube, hier hinten war noch ein... Hier hinten waren noch Schafe outside of the village, I would say. Und da waren Steine, genau. Die muss ich gleich mal abbauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich schicke da direkt mal Einheiten hin. Ja, mache ich auch gerade als erste Amtshandlung. Das ist halt echt Gold wert. Also nicht Steine wert, sondern sogar Gold wert, obwohl das Steine sind. Meistens Steine. Ja. Und direkt das Stein-Upgrade am besten auch machen, ey. Und Zurwallen ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ja, finde ich schon. Also, ich meine jetzt die Steine. Weil gut, bei dir sind sie ja zu. Bei mir sind sie ja außen, die Dinger. Die werde ich gleich mal abwallen, so ein bisschen. Ich sehe irgendwie schon kommen, dass da was passiert. So, dann komme ich da oben lang. Loi, 7 Koop-Kampagnen. Was? Moin erstmal. 7? Wir haben auf jeden Fall jetzt die erste. Wir haben noch nicht so viel geschafft bisher. Ja. Gerade ist angefangen. Auch mal gut und gerne deine untätigen Dorfbewohner checken. Ja, bei mir geht das aber eigentlich. Weil man ja nicht so her der Lage ist. Oh, hier oben waren die Schafe, genau. 7 gleich... Ah, ach so, okay, das ist der Taunt. I understand, man. Nicht schlecht. Ah... Oh, wir haben das erstmal. Warte mal, machen wir direkt mal rein hier, klein. Wir haben eben tatsächlich ein bisschen verkackt. Wir haben die noch nicht gekannt, was die für Pläne haben, die Feinde mit uns. Mittlerweile wissen wir das. Grob. Ja, ich muss erstmal in die Ritterzeit schnell kommen, wenn ich da wirklich eine Burg hinpflanzen will. Ach, stimmt, ja, sind wir noch gar nicht. Das haben wir gar nicht gewusst. Genau. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Krass. Oh, da kommen schon die ersten Feinde. Ich ping nochmal einfach zur Sicherheit, dass du weißt, wo du hin musst dann. Wenn du es einrichten kannst. Ja, genau, das ist mir bewusst. Ich habe da auch oben die Kathedrale, die kann ich sehen. Ach so, okay, ja. Die ist mir aufgedeckt worden schon. Aber erstmal aufbauen, genau. Dann machen wir da noch einen vor, genau. Ihr macht immer ja schön eure Steine. Stimmt, das Ding ist halt, ich hab ja die ganze Zeit schon immer Ritterzeiteinheiten, deswegen bin ich da so verwirrt. Ja klar, genau, das gerät auch. Das ist ja klar, das ist ja klar. Also Gold habe ich gleich schon vollständig. Ich brauche auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Nahrung. Alles auf Nahrung.
Alles auf Zucker. So, und dann müssen wir hier oben lang und dann hoffen wir mal, dass da irgendwas Sexuelles passiert. Oh Gott, wie hab ich den. Ich hab die hier ganz komisch navigiert. Huch. Jetzt fangen sie an, meine Mauer anzugreifen, nur dass du auf dem Stand der Dinge bist. Ach so, jetzt schon? Kannst du eine Universität bauen und. Ich habe eine Universität, aber ich kann nichts entwickeln, weil ich noch nicht in der Ritterzeit bin, denke ich mal. Ach du Scheiße, ja. Wahrscheinlich, logisch. Sobald ich Ritterzeit bin, kann ich alles anklicken. Ja. Ich kaufe mich jetzt hoch. Ich weiß nicht, ob es auch so gedacht ist, keine Ahnung. Wäre, was kann ich mir schon vorstellen, dass das so die Überlegung ist. Dass man als erstes Ritter gehen soll? Oder so? Ja, ist so gedacht, schreibt er. Zu klären. Hier wird gerade rückgemeldet, dass es so gedacht sei. Und Tidus ist da. Moin, Tidus. Geil, ja. Oh Gott, wo sind die denn langgelaufen? Ach du Scheiße. Gott sei Dank, alles gut gegangen. Aber hochkaufen ist natürlich auch clever, ja. Jetzt habe ich mich hochgeklickt. Dass du so den aktuellen Stand weißt. Ja. Ich kann auf jeden Fall von den Ressourcen schon alles bauen, was ich brauche, glaube ich. Ich muss nur noch in die Ritterzeit kommen. Ah, mir fehlen auch die Upgrade-Zeiten der Schmiede, ne? Aber das wird halt erstmal nicht. Oh, shit. Oh, doch nur ein Scout. Ach, alles gut. Alles entspannt. Ich schlingel mich hier gerade mal vorbei. Da sind halt auch Gegner. Ich muss aufpassen. Die haben mich noch nicht gesehen. Ja, ich weiß. Meinst du ja, dass einziges wolltest du, ne? Ja. Aber ey, jetzt alles ist schon wieder entspannter als eben. Eben hat nie stattgefunden. Ne, wir hatten ja noch gar kein Match. Oh Gott, scheiß die Wand an! Warte. Warum sagen sie sowas? Ich hab meine Holzteller jetzt auch eingeworfen. Was ist los? Haben sie dich aufgegessen oder was ist los? Ich bin hier gerade in einem ganz schlechten Fight. Oh. Ich frag mich, ob die jetzt da auch wieder rauskommen, wo sie eben rausgekommen sind. Ich habe alle Einheiten verloren. What? Der war sehr schlecht, der Fight. Nein! What? Oh Gott, ich baue mal eine Burg auf ihn. Ah, nee, kann ich ja noch nicht. Die Unterstützung sagt, ich habe alle meine Einheiten verloren. Also ich habe halt auch meine Axtwerfer, ne? Aber ja, ist eigentlich alles noch trotzdem entspannt, aber ich weiß nicht, wie sich das konstruieren wird gleich. Ach, hier so ein Held greift mich auch an. Aber er hat nur 190 LP. Ich dachte, der wäre jetzt Gegner hatten sicher die Castle Age Upgrades, ja. Ich habe ja nicht mal die Schmiede Upgrades, das habe ich ganz vergessen. Ich gehe da rein in den Kampf wie so ein. Die habe ich so extra ein wilder Hecht. Jetzt spare ich für Nahrung, damit ich. Genau, ich bin jetzt Ritter. Ich bin jetzt auf jeden Fall Ritterzeit. Ich habe auf jeden Fall geklickt schon mal. So rum. Ja, so. So, und Steine habe ich jetzt auch eigentlich mal langsam genug. Dann werde ich auch mal mehr Nahrung holen. Ah, diese scheiß Upgrades, ne? Das kostet halt richtig Einheiten, ne? Das ist super ärgerlich gewesen eigentlich. Ja, gerade. Klar. Ja. Ja, ich bin halt in so eine Horde hier oben reingelaufen. Da waren ganz viele Kamele, Ritter, Scouts, bestimmt. Also echt 1000 Viecher gefühlt. Also keine Ahnung, mindestens 2000. Schau mal ein paar Bogenschützen in die Türme. Oh, sehr schlau. Gefällt ja, mir. Ja, hoffe ich auch. Weil man muss ja echt geizig sein mit Nahrung und so. Ja. Darf ja eigentlich nichts falsch machen. Dachte, ich guck mal rein, was so bei dir geht. Ja, sehr cool. Auch wenn es AOE ist und für dich wahrscheinlich nicht das Riesending so. Oh, jetzt kommt die Riesenritterarmee, die uns vorhin das Fürchten gelehrt hat. Ja, das höre ich nicht gerne. Linio! Hier ist ein Gold-Upgrade. Holzfäller-Upgrade, mal die ganzen Dinger rausballern. Und hier. Ich weiß nicht, wo ich die Burg hinsetzen soll. Wahrscheinlich einfach wirklich da wie eben, ne? Oder habe ich sie nur eingezogen gerade? Also ich baue meine Burg wohl. Ich baue meine Burg auch relativ nah an mein Dorf halt einfach ran, ne? Also ich werde jetzt hier nicht groß
halt, dass mein Dorf, dass meine Wirtschaft geschützt ist. Ich sehe sie jetzt schon rumrennen, aber ich weiß nicht, wo sie gleich angreifen werden. So, ich baue mal mit ganz vielen jetzt eine Burg, nicht, dass die gleich auf einmal kommen und ich das bereuen werde, dass ich hier mit einem... Krass, das ist nicht so stumpf, wie gedacht. Also die greifen jetzt wirklich woanders an. Bastisto! Bastisto! Sagt meiner auch die ganze Zeit. Warum reden die denn alle so einen Scheiß? Die wissen nicht, was sie sollen. Wir können natürlich... Achso, hier, mehr Holz. Wir können natürlich auch mehr Dorfzentren bauen, das darf man auch mal nicht vergessen. Das kann auch hilfreich sein. Mhm. Oh, da hinten ist alles offen. Ach du Scheiße, das muss man zumachen. Also jetzt sieht es alles richtig gut aus, von wegen befestigter Wall. Das ist auch ein Gamechanger jetzt hier. Das ist ja alles sehr sexy schön hier. Cool. Das versuche ich mal zu pumpen. Pumpen ist auch gut. Axt haben plus 1 Reichweite. Ja, die will ich eigentlich nicht so gerne bauen, die Axt. Ich muss mir irgendwie die Felder erobern. Boah, da sind ganz viele Soldaten. Soll ich dir eigentlich helfen? Also, soll ich laut Kampagne dir helfen? Ich verstehe es nicht so richtig. Du hast ja das Gesamtziel vor Augen. Das sind ja auch deine Ziele, ne? Beschützen sie die drei Dorfzentren? Hast du doch auch als Ziel, ja, oder? Genau, erbeuten sie den maurischen Tross und bringen sie ihn zur Kathedrale. Das genau, ist als erstes müssen wir mal hier für Ordnung sorgen, genau, für Sicherheit. Das sieht ja schon ganz gut aus. Und dann erbeuten sie den maurischen Tross. Ja, das sind wohl so eine Sachen, die man mitschleppen kann, wie so Reliquien, denke ich mal. Ja, ich hoffe auch mal, dass es sowas ist. Also vorhin war ich hier ganz nah rangegangen, irgendwie hier, da kam irgendwas mit, ja, da ist er und er ist in der Stadt gefangen und keine Ahnung. Ah, jetzt sehe ich auch deine Sicht. Ja, genau, ich sehe es bei dir jetzt auch. Aber die ganzen Felder, das ist ja Gold wert, echt, stimmt. Axel. Hast du Schwerkämpfer oder irgend so einen Scheiß? Produziere ich. Ich wollte erstmal die Spiegel-Updates, wollte ich schon sagen, die Schmiede-Updates-Flasche machen. Okay, ja, mach ich auch mal. Auf jeden Fall. Ich mach erstmal die Angriffs-Upgrades, weil ich nur Axtwerfer gerade hab und Ritter. Befestigter Wall hat sich richtig gelohnt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ja, der kriegt deutlich mehr Verteidigungspunkte und auch die Leben halt noch dazu. Oh yeah. Der kriegt also auch weniger Damage pro Schlag und halt auch mehr Leben. Das ist richtig krass. Macht eine Menge aus. So. Das ist schon echt sexy hier. Hier auch mal ein paar auf meine eigenen Felder hinter Mauern dann halt. Die anderen Felder müssen wir uns irgendwann krallen. Man ja, ich würde gern helfen, aber hier zwischen uns liegt eine Menge Müll und ich habe, wie gesagt, nicht so viel Army, dass ich hier irgendwie... Sonst hätte ich hier die ganzen Leute gerne zu dir rübergeschickt, die 12 Axtwerfer. Ich mache jetzt Bikini-Update, das sieht alles ganz sexy aus. Oh, sehr guter Punkt. Die Gegner machen nur Kavallerie. Nur Kavallerie bisher. Aber die haben halt auch Mameluken, das muss man halt beachten. Die Mameluken sind eklig teilweise. Ja. Die sind aber schlecht gegen Plänkler, hatte ich gemerkt, im Spiel gegen Karl Geier, genau, unser Erzfeind. Ah. Hey! Ach, nirgendwo passt ein scheiß Dorfzentrum hin, ne? So, Steine habe ich sehr viele. Aber es ist alles nicht so wild. Brauche ich noch eine zweite Burg? Vielleicht hier irgendwie? Ja gut, dann gehe ich auf krass erstmal auf Pikeniere und Schmiede-Updates auch. Pikenierus. Vielleicht hier hin? Ich mache mal die ganze Wirtschafts-Update auch einfach mal. Ja. Auf jeden Fall, also das lohnt sich schon. Burg-Upgrades, also dass sie weiter schießen und mehr Schaden machen, auch sehr wichtig. Jetzt kommt die Welle. Oh, da sind Skorpione jetzt dabei. Alles klar. Passt schon, mir ist eh gerade langweilig. Ja, wunderbar, Tidus. Wunderbar ist. Das ist doch, höre ich doch sehr gerne. Das höre ich doch sehr gerne. Warte, ich mach mal ein bisschen Axtwerfer und dann kann ich mit einer gewissen kritischen Menge vielleicht reinballern bei dir und helfen. Ja, also wäre cool, wenn du von hier kommen würdest. Du siehst es ja selber, das Spektakel. Mein Turm ist gleich weg. Ich sehe es, genau, das ist halt das Ding. Ich sehe es bei dir und krieg die Krise gerade, ehrlich gesagt. Macht mir extrem Sorgen.
Gefail! So, ich habe sehr viel Holz, aber nicht genug Nahrung. Also wechsle ich mal Holzfäller auf Nahrung, schlauerweise. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das macht mir sehr viel Sorgen gerade. Ja, jetzt ah. Nur, dass du nee, mach keine Pikiniere raus. Du hast gerade welche verloren, das war nicht so gut. Katapult! Ah! Ein Katapult! Oh, hab ich ein Pikinier verloren. Hier. Die laufen, glaube ich, automatisch raus teilweise. Weil die zu nah dran sind irgendwie. What? Ja, Katapult. Das kriege ich aber hin. Katapult wäre richtig voll geil. Burg, ich Vollidiot. Ja, klar. Ah, denk an die Ramböcke, die sind natürlich auch eklig. Ja. Also die können deine Burg ja auch runterballern. Also eher, ja, glaube ich, klar, klar. Mach eher Katapulte, würde ich behaupten. Ich mache auch mit Abstand. What the fuck? Warum kommt dieses Discord-Geräusch immer die ganze Zeit? Da kriege ich die Krise. Ach, Discord ist im Hintergrund noch offen, obwohl ich es geschlossen habe. Sind Pikiniere auch gut gegen Skorpione? Also nicht. Natürlich nicht exzellent, aber man sagt eigentlich, die, oder? Eigentlich sagt man, dass Skorpione der Counter gegen Infanterie sind. Mm, ja gut. Ich mache hier ein bisschen Aufräumarbeiten. Ja, die sind ziemlich schnell weggegangen. Das sind aber auch arschviele. Ja, ich habe Kavallerie jetzt in Planung, damit ich die gegen die Skorpione einsetzen kann. Ja. Wenn ich irgendwie mich hier hinter die Mauer einschleichen könnte, dann wäre es, glaube ich, schon eine ganz gute Nummer, ehrlich gesagt. Ja, denke ich auch. So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar. Warte, habe ich bei der Kaserne eine Entwicklung für Axtwerfer? Oh ja, Infanterie bewegt sich mehr, schneller. Top. Das ist Gold wert bei Axtwerfern, habe ich den Eindruck. Oh ja, die Bogen sind echt geil. Dein Tipp war echt Gold wert. So, ich komme jetzt von hier Richtung dort und versuche hinter der Mauer dich zu unterstützen irgendwie. Ja, also hier ist Action. Wenn du da hinter der Mauer irgendwas hinplatzieren könntest, aber irgendwie klären die Bogen, glaube ich, auch gerade. Ja. Und wie gesagt, der befestigte Wall war halt auch wichtig. Ich habe jetzt 26 Axtwerfer und 4 leichte Kavallerie. Und die Axtwerfer sind für Ritterzeit gleich voll abgegradet. Ah, da bist du. Ja, ich sehe dich. Geil. Ich finde das irgendwie ganz geil gemacht mit der Kampagne. Mang und Nager und Bombarden sind gute Counter gegen Scorps. Kaff geht, solange der Gegner nicht gut defensive Pikes dabei hat. Ja, okay. Ah, ja, siehste. Das ist halt immer so die. Ist doch auch diese eine Age of Empires Profi. Ja, genau. Lorhei kennt sie auch aus. Gut, dass der im Chat ist. Der regelt hier. Ja, es ist halt tatsächlich. Ich finde immer krass, Katapulte sind für mich in meinem Kopf immer nicht vorhanden. Bis ich die einsetze, müssen 1000 Sachen passieren erstmal. Ja. Deswegen, wenn mir das mal so einfällt gerade, deswegen sage ich es halt immer gerne. Hier ist jetzt alles beseitigt worden tatsächlich. Oh. Nur durch die Burgen. Also von den Gegnern beseitigt worden. Also ja, die Gegner wurden beseitigt. Oh. Ich werde gerade angegriffen, deswegen war ich gerade so. Aber das ist schon mal gut, geil. Die rennen halt weg irgendwie scheinbar. Aber die Burgen, doch, die sind weggerannt wahrscheinlich eher, oder? Jetzt kommt noch. Nee, die sind alle tot. Das ist echt, die Burgen sind krank mit Ballistik und Schmiede-Upgrades. Jetzt können wir langsam in den Angriff übergehen, langsam. Ja, ich bin gerade mit der Unterstützung bei dir. Natürlich. Ich kann ja mal auf Skorpione gehen. Obwohl, wir haben keine schweren Skorpione, ne? Ist wahrscheinlich nicht so geil. Naja, also Skorpione würde ich tatsächlich auch nicht machen, nee. Auf Pferde! Wir sind Franken! Franken sind machen die Gegner auch, ne? Die haben Kamele, ist nicht so geil. Nee, wenn sie Kamele haben, sind sie keine Franken. Nee, aber die Gegner sind auch auf Pferde und die haben Kamele. Das ist doch scheiße für uns. Ja, auf jeden Fall. Dann gehe ich vielleicht wirklich auf Skorpione, einfach nur aus Spaß. Oh, dein Tor ist schon ganz schön gedamaged. Genug Gold und Holz hätte ich. Ja, jawohl, da, die Hälfte weg. Hä, wo wollen die denn hin? Ins Burgfeuer. Du kannst nicht über die Mauer schießen mit den Axtwerfern, oder? Doch, ich glaube ja. Das wäre geil. Auch geil. Das ist ja perfekt. Ich bin gerade außen rum gelaufen. Das ist so nervig. Torbey! Alter, die ziehen richtig gut ab, die Axtis. Ja.
Die Burg muss aber die anderen Viecher erstmal töten, das ist wichtig. Immer die zielt natürlich immer auf die Rammböcke. Oh, das sieht sehr gut aus. Ach, du machst auch Axtwerfer. Sauber. Ja, das wollte ich gerade mal, aber hat sich erledigt anscheinend. So, gut, dann haben wir da erstmal ein bisschen Kram. Ich glaube, über 100 Pop kommen wir nicht, ne? Weiß ich nicht, wie lang das... Also wir sind von der Punktzahl ja auch schon besser als die anderen. Ich glaube, das ist ganz gut für uns gerade. Ja, vielleicht jetzt muss ich einfach mal... kann ich auch mal die Felder nutzen. Ja, nice, mach das mal. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wäre gut, wenn du deine Einheiten mitziehen würdest. Hier irgendwie hin, dass die beschützt werden, die Johnsons. Und dann ja. Schnapp ich mir mal die Felder. Freie Ressourcen, ne? Ja, da eine Burg rein irgendwo, das wäre Hammer. Ja. Holy shit, wäre das halt krass. Dann muss ich auch Mordlöcher machen. Wie langsam wir die scheiß Kampagne auch spielen, das ist auch so cool. Alles cool. Ich glaube, andere ballern die extrem schnell durch. Alles gemütlich. Forward, krass. Oh, eklig, wie sie da alle rein... Achtung. Ja, ich sehe das, ich bin gerade mittendrin, aber die sind halt super langsam, die Axtwerfer. Oh, geil, hast sie gerettet. Oh, da kommt noch so ein Dödel. Ja, dann baue ich mal eine Burg dahin. Wäre nie auf die Idee gekommen, die Felder zurückzuerobern und er haut mit 11 hinterher. Ja, ist echt gut. Die Idee wäre ich tatsächlich auch nie gekommen, eigentlich, muss ich sagen. Achso, ich schütze mal die Burg. Oh, ja. Ja, die haben auf jeden Fall Aufgaben, die Jungs da. Denk an die Wirtschaftsupgrade. Wir stehen da eigentlich mittlerweile ziemlich gut da in der Wirtschaft. Ja, ich habe auch tatsächlich schon relativ viele Ressourcen. Oh, geil. Ich muss immer woanders Wald abholen, das ist mir hier gerade so doof. Delf ist das mir jetzt. Delf. Delf! Kann man die wahrscheinlich auch alleine machen, die Kampagne, wa? Oder meckert er denn? Also er sucht wahrscheinlich schon einen zweiten Spieler, ne? Ich denke mal, ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Mit den paar Dorfbewohnern baust du die Burg, das ist halt auch wieder so geil, ey. Holy shit, man. Chillo. Ich mach mal so ein bisschen auch auf safe und mach mal hier ein paar Scouts raus. Jo. Mal ein bisschen gucken, was so abgeht da unten. Geilus. Und den kann man ja hier vielleicht nochmal auch abwallen. Ja, deine Jungs stehen da stabil. Die lassen sich nicht aufhalten, ne? Die lassen sich nicht einschüchtern, ne? Alter, wie viele Felder es hier gibt. Man kann hier so den Reibach machen. Herr Reibach! Wo ist Herr Reibach denn endlich mal wieder hingelaufen? Was? Ah ne, mir fehlt... Doch, mir fehlt noch ein Upgrade. Okay, mal ein Pferde-Upgrade. Ja, ich willst du da eine Mauer mal ziehen oder so, damit die da nicht so leicht vorbeikommen? Oder willst du dich länger an der Mauer auf der... Nö, also wir puppen uns jetzt hoch und dann greifen wir an. Ja, okay, weil ich jetzt nämlich meine wegziehen wollte. Verteidigung. Ja, ich wollte mich jetzt hier nämlich verziehen. Das ist ja auch der Grund, deswegen sage ich das. Und die ganzen Ruinen, was ist das denn? Kannst ruhig mal erkunden ein bisschen, genau. Siehst du meine Sicht, wenn ich hier erkunde, wird das bei dir auch erkundet? Ja, sehe ich. Ah, schön. Darüber müssen wir wahrscheinlich auch, ne? Ja, da würde ich jetzt auch hingehen. Alle Bataille, ich habe einen Helden dabei, der hat 6 Range. Das ist richtig krass für einen Axtwerfer. Hier kommen noch ein paar Dödels, aber siehst ja selber, die werden alle zerfetzt. Ja, das ist läuft. Nicht so krass, ne? Aber du hast doch auch ein paar Axtwerfer, sonst hau die doch mal da. Ja, die hau ich da. Oder wollen wir nur auf Axtwerfer gehen? Können wir auch machen. Eigentlich sind Axtwerfer die geilsten, muss ich sagen. Ja, jetzt in dieser. Bock, ne? Ja, da muss man doch das Infanterie-Update hochhauen. Ja, genau. War das nicht so? Genau. Muss man denn zusätzlich noch wegen Reichweite... Bogen? Weiß ich immer nicht. Nee, du machst Reichweite, kriegen sie nicht. Du musst nur auf Infanterie. Als würdest du deine Kaserneinheiten upgraden, das brauchst du. Okay. Ja. Und du brauchst dieses eine Upgrade in der Burg, wo du einen Reichweite dazu kriegst. Das ist so eine Spezialtech da irgendwie. Ja. In der Burg, okay. Ich bin ja schon im.
Spartaxt entwickeln. Ja, mach ich. Mach mal hier ein bisschen Action. Natürlich berühren sollen von Stellen. Naja, das brauche ich ja jetzt nicht. Ich mach mal den Stall kaputt hier. Scheiß Stall. Lass das Ding heil. Oh, der Held, der greift viel schneller an als die anderen Axtwerfer. Krass. Der hat keinen Cooldown, der greift einfach an. Ja. Boah, wie das aussieht, ne? Wenn die Masse angreifen. Ja, ich mache jetzt schön die Stelle kaputt, dann kommt von Gabe keine Viecher mehr. Das ist, glaube ich, so die Kampagnenlogik. Wenn du die Gebäude kaputt machst, dann kommt nichts mehr nach. Nice so. Die kosten so viel Gold. Okay. Hier mal ein bisschen Action machen auch hier unten. Oh, der Herr soll natürlich nicht mitlaufen hierher. Der liebe Herr. Hörst du das auch gerade, was da gerade gesagt wird? Ja, ja. Das ist durch mich, wegen mir irgendwie, glaube ich. Oh, ich kann rein! Ich kann reinrennen! Hast du gehört? Ja. Im Innern der Stadt ist der Typ. Ich guck gerade, wo er ist. Da! Sieht man ihn? Oh Gott, die gehen ja kaputt. Hä? Das ist scheiße, glaube ich, was hier gerade abgeht. Wieso waren auch nur deine Scouts, oder was meinst du? Aber hier unten sind unsere... Das sind jetzt unsere... Nicht, dass sie die kaputt machen. Oh, wie dumm wäre das denn? Ich schicke die mal irgendwie in die Ecke rein, damit die da nicht gesehen werden. Das sind unsere? Du kannst die steuern, ne? Ja, genau. Ach so, okay. Hä, wieso mache ich die denn alle fertig? What the fuck? Okay. Mit Scouts? Hä? Aber zum Beispiel hier sowas. Brandstiftung in der Kaserne. Infanterie macht mehr Schaden an Gebäude. Das wirkt sich dann auch auf die Axtwerfer aus. Oder? Ja, davon gehe ich aus, ja. Guter Punkt. Mache ich das mal alles. Das ist okay. Ach so, jetzt kommt hier gerade eine Info von Lorhey. Mit dem Markkahn kann man in 5 Minuten die Mission gewinnen, verliert aber nicht, wenn sie sterben. Das ist der Punkt. Krass. Mit dem Markkarren? Ich muss halt das... Boah, ein Pferd-Upgrade habe ich noch. Ich muss die... Genau, das sind ja die hier unten, die ich meinte, ne? Diese Dinger da. Ich muss halt erstmal das Tor aufkriegen, dann kann ich das. Die wir zurückbringen sollen. Genau. Und die muss ich zu dir nach oben bringen, da. Zu deiner komischen Kathedrale. Ja, ich komm dir mal entgegen. Aber ich muss erstmal das Tor aufmachen. Was natürlich mit Scouts ein bisschen dauern wird. Ach so, meinst du, ja. Oh, hier! Ist das ein geiler Bug! Einquartieren, ausquartieren, einquartieren, ausquartieren, einquartieren, ausquartieren. Achso. Ah, das ist eine gute Idee mit Brandstiftung. Geil, super, super Idee. Ja, dann nagen wir uns da den Weg einmal durch, ne? Dass wir dann ganz klassisch hier wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin ja hier im Gang, genau. Ich würde jetzt auch einfach jetzt hier weiterkämpfen, bis der Arzt kommt. Ja, sauber. Ich schicke auch mal meine Axtis. Axtmann und Kokage. Warte mal, ich mach mal den hier. Einen kleinen clever Move. Lass das Dorfzentrum auf meine Scouts schießen. Viel, viel besser. das Tor ist offen. Geil. Schön stehen bleiben an der Stelle, meine Damen und Herren. Nicht bewegen. Dann lass ich mal die Viecher da durchrennen. Ach, meine Johnsons sind da. Ach, deine Johnsons sind auch da. Geil. Ah, okay, der lässt das Tor offen, ne? Ja. Geil. Schon wieder ein Skorpion. Boah, wie schnell die das Dorfzentrum runtergerissen haben. Ja, die machen halt genauso Damage wie so ein Langschwertkämpfer. Die haben ja auch Bonus-Damage gegen Gebäude. Das haut extrem rein. Oh, gut, will er das wieder aufbauen? Ich hab die Markkarren. Oha. Ja, dann einmal zur Kathedrale, wa? Ich lass die mal bewachen von meinen Scouts. Ja, ist glaube ich auch notwendig. Da passiert bestimmt noch was. So, wie viele Scouts bewachen die jetzt? 12 Stück. Das muss eigentlich passen. Willst du mitbehelfen bei der Bewachung?
Ja, ich schicke meine Leute hier hin. Also, dass die da so ein bisschen auf dem Weg. Achso, ja, ich wollte. Ach, da willst du? Okay, ich schicke die gerade hier oben hin. Hier. Was? So ein Umweg? Und dann hier lang. Ja, wir können natürlich. Kannst du hier einfach durch, oder? Ja, dann schicke ich. Dann lass mal den krassen Weg gehen, testweise. Mal sehen, was passiert. Ja, ich schicke mal alles hin. Hier, also hier lang, ne? Links, ja, bitte. Genau, da kommen dir dann ganz viele entgegen. Friends and people. Family and friends, sag ich immer. Das Dorf ist auch komplett in Schutt und Asche links, ne? Das ist so geil, wie die alle da rumhocken und rumwerfen. Oh Mann, ey. Ich zerstöre dein Scheißdorf! Ich zerstöre es! Da ist er. Kommt auch eh nichts mehr anscheinend an Gegnern. Na, woher auch, ne? Nur noch Grün könnte was machen. Ich finde halt extrem krass. Achso, Entschuldigung, wir müssen ja weiterlaufen. Ich verstehe dir mal den Weg. Ja, hab ich eben auch so gedacht. Die scheiß Brücke wird wieder Probleme machen. Ach, Elite-Erzwerfer hast du? Ach, du bist Imp! Oh, krass, du bist ja heftig. Ach, kann ich auch schon längst. Ich konnte dir noch nicht mal den Weg versperren, schade. Die scheiß Markkarte! Die hier, geil. Die laufen automatisch hinterher die ganze Zeit, die blöden Die Idioten. Die besten Bauern der Welt. Ja. Ach, da bist du ja schon da. Ich reiß mal die Mauern ab. Ach so, die müssen hier oben hin. So, jetzt laufen sie richtig. Ah, jetzt wird er überheblich. Ich fass es nicht. Ich reiß mal die Mauern ab allein. Das ist immer so gut. Wir haben eh gewonnen. Wir haben verloren. Scheiße. Oh, nicht schon wieder. Wir haben schon wieder ein scheiß Dorfzentrum verloren. Junge, was haben wir denn hier noch? Hey! Huch, wer greift denn mich an hier? Ach, hier unten. Starmie! Oh, der will mich hier wieder hochpushen, der blöde Sack. Ja, sicher. Du hängst ja doch am Hungertuch. Ich seh das doch. Oh, schön. Ach, man kann übrigens keine Häuser bauen, falls das deine Frage beantwortet. 100 ist Pop. Limit 100. Fest, okay. Ist so dumm mit dem scheiß Limit immer. Geschafft! Ah, die leichte Kavallerie hat echt ganz schön reingehauen. Ich find's so geil, die Situation, wie ich dachte, die sterben jetzt eh alle unten im Dorf bei den Grünen und plötzlich haben die alle Gegner besiegt. What the fuck? Es waren Ritter und Mameluken ja, und all so ein Scheiß. Ja, das ist so heftig, ne? Alter, 134. Ach, kann ich nicht abspielen. So eine Scheiße! Kannst du nicht? Wieso? Jetzt. Achso. Ich wollte gerade sagen, was ist da los? Oh, herrlich, ja, das hat Spaß gemacht. Oh, Lohei ist noch am Start. GG. Ja, auf jeden Danke, Fall. Danke, Lohei. Mega chillig, Alter. Ja, also wie du schon meintest, die Keypunkte sind halt wirklich befestigter Wall für den Anfang am besten. Und Burgen sind richtig krass. Also in allen Kampagnen, das hat immer Dings gesagt, Paul hat es mal gesagt, bau eine Burg. Ja. Und ich sag, okay, mach ich mal. Und das ist so der Game Changer. Das macht es so viel einfacher. Auf einmal funktioniert alles. Ja, du wirst halt in der Regel die Dauer penetriert von den scheiß Pennern. Ja, genau. Und wenn so eine Burg da halt steht, hast du so viel Ruhe, Zeit, Energie wieder für andere Sachen. Du frisst da schon wieder irgendwas, du Ferkel. Hallo, hört mal, Entschuldigung. Ja, ist mal ordentlich. Nicht mit offenem Mund. Mund zu und... Ich esse mit der Nase. Vielleicht liegt es daran. Ach, deswegen. Jetzt will ich hier aber auch irgendwie so eine Trophäe haben. Hörst du dir das Ding eigentlich auch gerade an, was der Typ da labert? Nö, ich hab auf das Springen sofort geklickt. Ja, mach jetzt. Wollte ich gerade auch machen. Der Typ labert, ich guck's mir eh nicht an, Alter. Ja, krass. Aber jetzt will ich da auch einen Haken sehen bei Koop-Kampagnen. Ist das Tours? Ach, die ist rot jetzt, ne? Ist das das? Nee. Irgendwie kriegen wir da gar keine Auszeichnung für, oder was ist hier los? Vielleicht, weil es noch eine Beta ist? Also eine Auszeichnung habe ich nicht erwartet, aber wenn du auf Koop-Kampagne stehen haben, erledigt. Oder irgendwie so einen kleinen Pitzel. Ach so, stimmt, das Rote ist ja nur die Auswahl. Ach so, das ist ja doof. Ich will da irgendeine Auszeichnung haben und wenn da steht, erledigt. Sonst kann ich es nicht beweisen, dass ich das gemacht habe. Gott, du hast es doch auf Stream hier gerade. Huh?